So, auch herzlich willkommen von mir zur letzten Runde. Habe ich hier heute scheinbar die härteste Konkurrenz, was den Parallelvortrag angeht. Egal. Schön, dass ein paar Leute da sind. Gleich mal Frage vorneweg, wer kennt Kollektiv schon? War schon der Großteil. Das ist auf der einen Seite natürlich schön, auf der anderen Seite ist dann wahrscheinlich für viele erstmal zumindest am Anfang nicht viel Neues dabei. Aber vielleicht gibt es ja noch ein paar Details oder ein paar Randbemerkungen. Und der zweite Teil, denke ich mal, wird dann auf jeden Fall für alle dann noch interessant. Ja, zu mir selber. Ich bin seit ungefähr 10 Jahren so im Open-Source-Umfeld unterwegs und seit 2006 auch im Kollektiv-Team mit dabei, also relativ von Anfang an. Das Projekt gibt es so ungefähr seit 2005. Das heißt, ich glaube, ich kann behaupten, dass ich mich da vergleichsweise gut auskenne. Von dem her auch, wenn da irgendwelche Zwischenfragen oder sonst was da sind, einfach drauf los. Und was ich mir auch erhoffe, was ich ja heute mit vorstellen möchte, ist im Endeffekt die Kombination von Kollektiv mit irgendwelchen Monitoring-Lösungen, insbesondere natürlich Nagios-Isinkra-Schinken, was da halt sonst irgendwie alles von der Plugin-Infrastruktur zumindest ähnlich ist. Das ist momentan noch Work in Progress. Ich stelle hier auch ein paar neue Ideen vor, was ich mir vorstellen könnte, wie man das in Zukunft eventuell noch geschickter machen kann. Und ich hoffe mal, dass da vielleicht auch ein paar Anregungen oder Diskussionen raus entstehen, die man vielleicht auch morgen tagsüber noch irgendwann erledigen können. Ansonsten angestellt bin ich bei der Teamix GmbH, das ist auch ein IT-Dienstleister hier aus Nürnberg. Dort hauptsächlich so im Umfeld Performance, Analyse und Tuning im Linux-Umfeld und Monitoring unterwegs. Ansonsten, was wir so als Hauptgeschäftsgebiete dann neben dem Open-Source-Thema noch haben, ist NetApp VMware. Also wir sind im Endeffekt so auf Infrastruktur spezialisiert und alles, was damit zu tun hat. Und betreiben hier in Nürnberg auch den Nürnberger Internet Exchange. Gut, ja, warum überhaupt irgendwie Kollektiv mit irgendwelchen anderen Monitoring-Lösungen kombinieren? Ich meine, da gibt es ja doch mittlerweile schon ziemlichen Wildwuchs an irgendwelchen Projekten, die irgendwie miteinander zusammenspielen. Ich behaupte jetzt einfach mal ganz frech und ich hoffe mal, dass gerade aus solchen Behauptungen vielleicht auch ein paar Diskussionen raus entstehen. Das, was die meisten Monitoring-Lösungen momentan machen, um Daten zu sammeln, ist einfach schlecht. Also der Ansatz, irgendwelche Skripte auszuführen mit viel Overhead, möglicherweise vielleicht sogar noch irgendwelche Perl-Skripte, wo da jedes Mal ein riesiger Perl-Interpreter hochgewuchtet werden muss, der viele Zeilen an Modulen und Quellcode irgendwie übersetzen muss, nur um dann am Schluss irgendwie zwei Werte rauspurzeln zu lassen, die dann auf OK oder Warning oder Critical oder sonst irgendwas dann interpretiert werden sollen. Das geht einfach besser und meiner Meinung nach ist Kollektiv da ein ganz gutes Projekt, um im Endeffekt in diese Lücke reinzusteigen, weil sich das eben genau darauf spezialisiert hat, die Daten effizient zu sammeln und im Endeffekt hinten nach nicht allzu viel mehr daraus zu machen, außer die jedenfalls irgendwie abzuspeichern oder eben an andere Systeme zur Verfügung zu stellen. Gut, ja, dementsprechend, ich möchte jetzt als erstes erstmal ein bisschen Überblick über Kollektiv und eben auch besonders seine Vorteile geben, um dann eben einen Überblick zu machen, was momentan schon möglich ist an Erweiterungen, also wie ich Kollektiv selber erweitern kann, also neue Funktionalität reinbringen kann. Und in diese Kategorie gehört es eben dann auch, irgendwelche Schnittstellen nach außen anzubieten. Überblick dessen, was da schon momentan existiert, was durchaus schon eine ganze Fülle ist. Und dann eben speziell darauf eingehen, wie man das eben an Nagios anbinden kann. Und wenn ich jetzt Nagios hier sage, das ist gerade wie bei Jörg auch schon, dann meine ich eben alles, was so in diesem Umkreis entstanden ist. Gut, ich habe den letzten Vortrag heute. Ich habe, glaube ich, ungefähr so die Hälfte der Folien, die ich dabei habe, sind noch irgendwie optional, was so aus vergangenen Vorträgen sonst noch übrig geblieben ist. Also wenn da Interesse besteht, können wir uns beliebig hier an der Stelle noch austoben. Aber ich denke mal doch, dass die Abendveranstaltung wahrscheinlich irgendwann interessanter sein wird. Okay, ganz allgemein erstmal, was ist Kollektiv? Es ist ein Daemon, im Endeffekt auf Unix-Systeme erstmal spezialisiert. Theoretisch würde es mehr oder weniger überall laufen, wo es irgendwas gibt, was irgendwie POSIX ähnlich ist, ist in C geschrieben, aber von dem, was an Datenquellen zur Verfügung steht, ist es doch sehr an irgendwelche Unix-Systeme ausgerichtet, von dem er erstmal, sage ich mal, auf diese Welt begrenzt. Ja, es sammelt Leistungsdaten von Rechnern oder auch von irgendwelchen Rechenzentrumshardware, also SNMP oder sowas wird zum Beispiel auch unterstützt. Und was Leistungsdaten sind, haben wir auch gerade im letzten Vortrag schon ziemlich ausführlich gehört.
im Endeffekt halt irgendwelche Werte, die irgendwie die Leistung eines Systems identifizieren. Also im einfachsten Fall irgendwas, wie ist die CPU ausgelastet, wie viel Speicher steht mir gerade zur Verfügung, was ist meine Festplattenausnutzung oder ähnliches. Was Collect-D macht, ist diese Daten zu erheben, also irgendwo einzusammeln, zu verarbeiten. Damit darunter verstehe ich zum Beispiel das Versenden übers Netzwerk oder auch irgendwelche Filtermöglichkeiten sind da. Wir können Daten nochmal nach gewissen Kriterien möglicherweise nachbearbeiten, also zum Beispiel skalieren oder ähnliches damit machen. Und letztendlich werden sie irgendwann mal gespeichert und zumindest momentan ist es da noch so, dass so das Standard-Tool in dem Fall eben RAD-Tool ist, was man im Endeffekt aus vielen anderen Bereichen auch schon kennt, ist im Endeffekt momentan hier in dem Bereich noch der de facto Standard. Es hat einige Schwächen, gerade was irgendwie effiziente Plattenansprechen angeht, aber gut, es wird eben nach wie vor hier noch verwendet. Was man hauptsächlich eben damit macht mit diesen Daten, ist, dass man es dann irgendwie als Graphen darstellt. Eben mal zwei Schlagworte im Endeffekt zu nennen mit zwei Hauptgesichtspunkten. Das eine ist eben die Performance-Analyse. Das heißt, ich möchte mir üblicherweise genaue Werte so aus der kürzlichen Vergangenheit angucken, um aktuell bestehende Probleme zu identifizieren oder gegebenenfalls irgendwie zu schauen, was war die Historie, die zu einem Problem geführt hat. Und das andere ist die Kapazitätsplanung, also im Wesentlichen meistens einen längeren Verlauf meiner Systemauslastung zu betrachten und darüber eine Abschätzung zu machen, wann wäre es denn zum Beispiel nötig, dass ich irgendwie meinen Festplattenplatz irgendwie erhöhen muss, um ein ganz einfaches Beispiel zu verwenden. Was eben wichtig ist und wo viele an der Stelle meiner Meinung nach zwei Begriffe durchaus mal irgendwie aus Versehen ein bisschen zusammenwürfeln, die erstmal doch ziemlich grundverschieden sind, ist es eben kein Monitoring. Also wir erfassen diese Daten nur und wir speichern sie nur, aber es passiert erstmal keine Auswertung, was dieser Zustand überhaupt bedeutet. Das geht in Collect-D auch in sehr rudimentären Umfang, aber ich sag mal, das macht mehr Sinn, das zum Beispiel mit einem Nagios zu koppeln, weil das eben das Monitoring gut kann und wo viel Funktionalität schon in dem Bereich zur Verfügung steht, die man hier eben erst nachimplementieren müsste, was eben vollkommen blödsinnig ist. Gut, die wichtigsten Eigenschaften, ich habe gerade schon angesprochen, das ist eben ein Daemon und das ist eigentlich auch, denke ich mal, schon mal der eine große Vorteil oder die Grundlage dessen, warum das dann vergleichsweise effizient funktioniert, weil wir eben zur Abfrage eines Datums im Endeffekt kein Skript ausführen müssen. Das heißt, diesen ganzen Overhead, irgendeinen Prozess zu forken, einen neuen Prozess auszuführen, da möglicherweise irgendwelche Skriptsprachen zu übersetzen, entfällt ganz einfach, sondern das Ding läuft dauerhaft im Speicher und die allermeisten Plugins, die irgendwelche Daten dann aufnehmen, greifen auch direkt auf gewisse Ressourcen zu, also zum Beispiel unter Linux das Proc-Dateisystem, um da Informationen rauszufischen und führen nicht irgendwelche externen Programme aus, wo dann die Ausgabe gepasst wird, was wieder fehleranfällig ist, weil die sich mit jeder Version ändert und so weiter. Es ist freie Software, dementsprechend natürlich für jeden zugänglich, dementsprechend natürlich auch gerade für diese Konferenz ordentlich angebracht und das ermöglicht eben auch, dass so viele Schnittstellen eben von verschiedenen Benutzern da auch eingeflossen sind, die es eben sehr gut dann ermöglichen, das in einem sehr breiten Umfeld dann tatsächlich auch mit einzusetzen. Ja, es ist vergleichsweise portierbar, also wie schon gesagt, prinzipiell sollte es auf allem laufen, was irgendwas von POSIX gehört hat. Und es ist eben sehr skalierbar, was zum einen auch wieder an der grundsätzlichen Architektur eben von diesem in C geschriebenen Daemon mit irgendwelchen Plugins liegt und zum anderen auch daran, dass eben an verschiedenen Stellen, wo es relevant ist, gewisse Stellschrauben mit eingebaut wurden, die es eben ermöglicht, das einerseits in sehr großen Installationen zu verwenden, aber zum anderen auch auf sehr kleinen Systemen eben einsetzen zu können, wie zum Beispiel irgendwie so einem WAT, den man als Home-Router irgendwo einsetzt, und wo man ein bisschen mitschreiben oder abspeichern möchte, wie viel Netzwerk-Traffic man eben erzeugt hat. Ja, es hat gleichzeitig eine sehr mächtige Netzwerkunterstützung, das werden wir uns nachher noch im Detail anschauen. Und wir behaupten eben einfach mal davon, dass es insgesamt sehr effizient geschrieben ist. Also ich weiß zumindest von keinen Benchmarks, die das irgendwie noch in Zahlen fassen, aber ich sage mal rein so aus der Erfahrung und von verschiedenen Berichten von Benutzern, glaube ich, kann man das schon einfach unterschreiben. Unter anderem macht sich das eben auch dadurch, wird es eben auch dadurch deutlich, dass wir es uns erlauben können, als Standardauflösung 10 Sekunden zu nehmen. Und wenn wir uns betrachten, dass wir erstmal nur ein einzelnes System damit abfragen, dann läuft es durchaus auch im Hintergrund, ohne dass man auf dem System irgendwas davon mitbekommt. Ja, was heißt jetzt so eine 10-Sekunden-Auflösung? Hier ist mal ein Beispielgraph, der hier Überblick über die Systemload
von einer Stunde abbildet, was wir hier so leicht rot hinterlegt sehen, wo ich mal hoffe, dass es auch in der letzten Reihe noch erkennbar ist. Das ist ein 5-Minuten-Intervall und das ist eben genau das, was üblicherweise, sage ich mal, von der Konkurrenz eben als Standardauflösung verwendet wird. Was man hier eben sehr deutlich sieht, das würden wir jetzt hier in dem Fall nur alle 5 Minuten die Daten abfragen. Dann könnten wir irgendwie Pech haben und das eine Extrem erwischen. Das heißt, wir schaffen es eigentlich fast immer, diese Peaks, die da doch vergleichsweise periodisch auch ungefähr alle 5 Minuten auftreten, zu erwischen. Das heißt, wir würden davon ausgehen, dass mein System eine vergleichsweise hohe Load hat, obwohl das überhaupt nicht der Fall wäre. Das andere Extrem ist, wir kriegen genau bloß diese Zwischendinge mit, wo die Load genau auf Null ist und wir würden entsprechend auch kein Bild abbekommen, was so dem tatsächlichen Zustand entspricht. Um da gleich mal irgendwelche Fragen vorzubeugen, das ist natürlich nichts, was man wirklich für jeden Datensatz braucht. Als ich gerade, wenn wir im Bereich von SNMP und irgendwelchen Netzwerkroutern kommen, wenn wir die alle 10 Sekunden mit SNMP zuballern, dann machen die auch einfach die Grätsche. Aber es ist eben wichtig anzumerken, dass es möglich ist und es gibt durchaus einige Anwendungsfälle, wo das auch interessant ist. Und ich habe auch schon in manchen Kundenprojekten, wo wirklich sehr detaillierte Informationen, meistens dann über einen begrenzten Zeitraum, aber eben abgefragt werden sollten, auch schon mit 1 oder 2 Sekunden Auflösung gearbeitet. Die 1 Sekunde ist dann momentan noch das, was am kleinsten noch möglich ist. Gut, das andere, was es vergleichsweise skalierbar dann im Endeffekt auch macht, ist der modulare Aufbau. Der Daemon selber macht erstmal eigentlich überhaupt gar nichts, außer im Endeffekt diverse Plugins zu verwalten. Und diese Plugins übernehmen im Endeffekt die komplette Arbeit von dem System. Also auf der einen Seite natürlich die Erfassung der Daten, aber auch das Weiterverarbeiten der Daten, also der Versand übers Netzwerk oder eine Filterung oder eben dann letztlich das Speichern auf Platte oder auch so diverse Management-Funktionalität wie irgendwelche Logging-Mechanismen oder sonst irgendwas ist alles in Plugins ausgelagert. Hier sehen wir mal so einen eine Auswahl von verschiedenen Plugins, die in der Standarddistribution auch mit enthalten sind. Wir sehen hier, dass im Endeffekt neben so einfachen Sachen, die im Endeffekt Standard sind, wie CPU-Auslastung oder Load oder ähnliches, im Endeffekt diese ganzen grundlegenden Dinge eigentlich schon mit erfasst sind. Es geht aber hier sehr weit bis in sehr spezialisierte Versionen auch, wie zum Beispiel das VMEM-Plugin, was im Endeffekt irgendwie, ich glaube, so ein paar Dutzend Informationen über das virtuelle Speichermanagement vom Linux-Kernel abfragt, wo ich mal behaupte, dass 99,9% der üblichen Administratoren, inklusive mir, im Endeffekt mit den allermeisten Werten gar nicht viel anfangen können. Also man geht da auch in sehr spezialisierte Regionen rein. Gut, was wir auch gleich mal noch mit erwähnen können, es gibt im Endeffekt schon diverse Möglichkeiten, an der Stelle auch weitere Funktionalität hinzuzufügen, wie zum Beispiel Java oder Perl, was hier irgendwo steht, mit dem ich eben auch zusätzlich noch die Möglichkeit habe, wenn ich jetzt mit C nicht so ganz firm bin, was ja doch irgendwie bei einigen Leuten zutrifft, dann Plugins und Erweiterungen auch in anderen Skriptsprachen zu schreiben, die aber trotzdem einmal übersetzt werden und dann auch im Speicher vorgehalten werden und dann genauso wie die anderen Plugins im Endeffekt bloß noch durch einen Funktionsaufruf dann getriggert werden. Aber das sehen wir dann nachher auch noch ein bisschen weiter im Detail. Ja, der übliche Betrieb schaut so aus, dass wir im Endeffekt auf jedem System, von dem wir Daten sammeln wollen, diesen Daemon laufen haben. Standardmäßig, gerade was ich vorhin eben schon erwähnt habe, viele Informationen werden im Endeffekt einfach aus PROC abgefragt. Das funktioniert natürlich nur lokal. Und diese Daten werden dann, zumindest sage ich mal so, in dem üblichen mittelgroßen und großen Setups, dann an einen zentralen Server verschickt, der im Endeffekt dann bloß noch die Aufgabe hat, diese ganzen Daten einzusammeln und bei sich auf Platte auch nochmal wegzuschreiben. Natürlich gibt es diverse Ausnahmen zu diesem Prinzip, also gerade SNMP oder sowas. Dazu muss nicht CollectD irgendwie auf dem Juniper-Switch installiert werden, sondern das wird natürlich irgendwie von extern abgefragt. Da wird diesem Prinzip halt ein bisschen widersprochen. Ja, der Versand übers Netzwerk funktioniert im Endeffekt auch ganz konträr zu dem, wie man es üblicherweise im NAGIS-Umfeld macht. Und zwar werden die Daten aktiv verschickt und nicht aktiv abgefragt, was im Endeffekt einfach eine Designentscheidung war, die getroffen wurde, weil man dadurch eine deutlich bessere Skalierbarkeit erreicht. Weil wir eben nicht irgendwie zentral auf dem einen Rechner im Endeffekt alle Informationen anstoßen müssen und warten müssen, bis irgendwelche Antworten da sind oder irgendeine große Datenbank vorhalten müssen, was denn abgefragt werden soll, sondern darum kümmern sich im Endeffekt die ganzen Slave-Systeme, wenn man will.
Ja, was man auch noch erwähnen sollte, was aber erst mal im Endeffekt nicht direkt zu Collect-D dazugehört, ist natürlich das Graphing. Wenn wir die Daten haben, wollen wir darauf irgendwie Graphen erzeugen. Collect-D an sich ist im Endeffekt nur das Tool, was die Daten sammelt. Die Darstellung wird dann von irgendwelchen anderen Projekten übernommen und nachdem natürlich wir als Entwickler die Daten auch irgendwie anzeigen wollen, gibt es dann natürlich diverse Frontends, nachdem wir aber eher so aus dem, ich sag mal, Programmierer- und Administratorenbereich kommen, sind wir jetzt nicht sonderlich daran interessiert, dass wir da irgendwelche schönen Web 2.0 mit bunten und runden Ecken Webinterfaces haben, sondern es gibt ein paar einfache CGI-Skripte, die es eben ermöglichen, die Daten anzuzeigen, die aber halt nicht viel mehr können, weil das ist, was uns reicht und wir mit Webentwicklung im allermeisten Fall nicht viel anfangen können. Ja, was sich da so im Laufe der Jahre entwickelt hat, ist im Endeffekt ein CGI-Skript, was Collection einfach heißt, was mittlerweile in der Version 4 vorhanden ist. Es hat sich so ein bisschen weiterentwickelt an der Anfangszeit bis in der Version 2. Das war eigentlich so das Erste, was tatsächlich verwendbar war. War das im Endeffekt ein einzelnes CGI-Skript, was dann halt einfach eine Seite ausgegeben hat, wo die Graphen draus waren, man noch ein bisschen auswählen konnte, welcher Host. Das wurde dann in Version 3 ein bisschen aufgebohrt, dass im Endeffekt der Graphing-Teil ein bisschen als eigenes CGI-Skript rausgelöst war. Das heißt, da hatte man schon die Möglichkeit, im Endeffekt dann auch die Graphen, die daraus generiert wurden, irgendwo anders relativ einfach mit einzubinden. Und diese Version 4 hat sich jetzt im Endeffekt darauf spezialisiert, auch wieder in sehr, sehr großen Setups effizient zu arbeiten, weil im Endeffekt zur Abfrage, welche Daten sind vorhanden, musste im Endeffekt der komplette Verzeichnisbaum, wo die ARD-Dateien drin liegen, abgelaufen werden. Und es gab eben Setups von demjenigen, der dieses Ding hier entwickelt hat, wo allein dieses Abfragen des Dateisystems im Endeffekt so lange gebraucht hat, dass man einfach Antwortzeiten dann beim Aufruf der Webseite hatte, die nicht mehr akzeptabel waren. Dementsprechend ist dieses Ding hier als Fast-CGI implementiert, was im Endeffekt die vorhandenen Daten im Hintergrund cached und dementsprechend relativ schnell die Informationen ausliefern kann und in dem Moment, wo eben ein Request ankommt, im Hintergrund dann dieser Cache aktualisiert wird. Auch das, wir sehen hier ein Screenshot davon, ist vergleichsweise einfach gehalten. Also ich sage es einmal ganz frech und ich hoffe, ich beleidige da niemanden, also ist nicht ganz abwertend gemeint, nicht managertauglich. Aber auch das mit dem Hauptaugenmerk im Endeffekt auch wieder drauf, dass man im Endeffekt den reinen Graphing-Teil davon auch einzeln verwenden kann, irgendwo anders integrieren kann. Und das bietet auch eine Schnittstelle, die Daten im Endeffekt, also einmal die zur Verfügung stehenden Datensätze und die Daten selber über JavaScript zu übertragen und dementsprechend die Möglichkeit zu bieten, dass im Endeffekt da oben drauf dann irgendwelche anderen Frontends aufbauen, die das Ganze eben dann auch noch hübsch machen. Gut, hier noch ein kurzer Überblick über, ich sag mal, die wichtigsten Plugins, dass man ein bisschen mal auch sieht, wie das System arbeitet. Prinzipiell teilt man die Plugins in diverse Kategorien ein. Also zum einen natürlich nach der Funktionalität. Es gibt Lese-Plugins, die die Daten eben abfragen und es gibt Schreib-Plugins, die Daten irgendwo wieder rausschreiben und noch ein paar andere Kategorien wie Logging und so weiter. Und die Lese-Plugins werden dann nochmal in diverse Kategorien weiter unterteilt und zwar bezeichnen wir die zum einen als, sag ich mal, spezielle oder auch einfache Lese-Plugins, die halt genau eine Aufgabe haben, wie eben zum Beispiel die CPU-Auslastung abzufragen. Das Plugin ist halt einfach da und entweder es fragt die CPU-Auslastung ab, wenn es geladen ist, oder es macht es eben nicht. Demgegenüber stehen sogenannte generische Plugins, die, wenn erstmal geladen werden, noch überhaupt nichts tun, sondern deren genaue Funktionalität im Endeffekt durch die Konfiguration bestimmt wird. Machen wir das einfach mal am Beispiel von SNMP. Also man könnte jetzt natürlich hergehen und im Endeffekt einzelne Plugins schreiben, die über SNMP Informationen von Junipers abfragen oder von NetApps abfragen oder von sonst irgendwas abfragen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich irgendeine neue Hardware habe, bräuchte ich auch ein neues Plugin dazu, was man speziell dafür schreiben müsste. Das dachten wir uns, ist nicht so ganz geschickt. Dementsprechend gibt es dieses SNMP-Plugin als generisches Plugin. Das heißt, dieses Plugin stellt die Möglichkeit zur Verfügung, über SNMP Daten abzufragen und die im Endeffekt abzuspeichern. Aber welche Daten abgefragt werden und welche Informationen daraus extrahiert werden, wird durch Konfiguration bestimmt. Dadurch habe ich einerseits eben die Möglichkeit, genau die Datensätze abzufragen, die mich interessieren und vielleicht auch irgendwelche Randfälle zu betrachten, die ein Entwickler von so einem Plugin nicht beachtet hätte.
Und ich habe auf der anderen Seite natürlich die Möglichkeit, wenn es irgendwie eine tolle neue Hardware gibt, die ganz super tolle neue Features zur Verfügung stellt, dann muss ich nicht darauf warten, bis es eine neue Version von Colic-D eben mit Unterstützung für diese neue Hardware gibt, sondern ich kann einfach meine Konfiguration anpassen und in Daemon neu starten und gut ist. Auch da habe ich nachher mal noch ein paar einfache Beispiele mit dazu. Ja, zu den Schreib-Plugins, die wichtigsten davon sind natürlich das Netzwerk-Plugin, was wir uns gleich im Detail nochmal anschauen, und dann die verschiedenen RD-Tool-Plugins, die entweder die Daten eben direkt schreiben oder das Ganze über diesen RD-Caching-Daemon dann auch vergleichsweise effizient machen. Und ich denke mal, da kann man an der Stelle auch mal anwähnen, dieser RD-Cache-D ist im Endeffekt eine Sache, die aus Colic-D raus entstanden ist, weil dieser Caching-Mechanismus, wie er eben in diesem Daemon umgesetzt war, gab es schon vorher eben speziell in diesem RD-Tool-Plugin. Und Florian Forster, der Autor von, also Hauptautor von Colic-D und auch diesem Plugin, ging dann irgendwann eben her und hat sich gedacht, okay, diese Funktionalität kann man im Endeffekt der breiten Masse auch noch zur Verfügung stellen und hat diese Funktion eben zusätzlich auch nochmal in einem eigenständigen Daemon implementiert. Gut, im allereinfachsten Fall, wenn ich Colic-D verwenden möchte, könnte eine Konfiguration beispielsweise so ausschauen. Ich sage ihm, dass eben das CPU und das Memory und das Interface-Plugin geladen wird, und dann sammeln diese Plugins einfach die Daten. Was jetzt hier noch fehlen würde, wäre irgendein Plugin, was die Daten noch wegschreibt, also vielleicht ein Load-Plugin RD-Tool noch mit dazu. Und dann sammelt es einfach Daten und schreibt die lokal auf die Platte. Keine zusätzliche Konfiguration an der Stelle nötig. Manchmal kann es natürlich sein, dass man Spezialfälle oder die Konfiguration ein bisschen feintunen möchte. Ich hoffe mal, das sieht man hinten noch. Da haben wir so Apache-Config-Style-mäßig noch solche Blöcke für eben die einzelnen Plugins, wo man nochmal zusätzliche Optionen für einzelne Plugins angeben kann, wie zum Beispiel in dem Fall für dieses Interface-Plugin, was eben Traffic, der über Netzwerkschnittstellen geht, abfragt. Da kann man jetzt eben noch sagen, dass eben nur gewisse Interfaces betrachtet werden sollen, oder man kann gewisse Interfaces ausschließen. Das wird dann eben über dieses Ignore Selected, True oder False dann ausgewählt, ob man eben nur die oder alle bis auf die angegebenen Interfaces betrachten möchte. Ja, jetzt sehen wir hier ein paar Beispielgrafen mit dazu. Das ist eben die CPU-Auslastung an der Stelle, auch wieder über eine Stunde. Wir sehen hier, dass das System teilweise, ja, sagen wir mal, sehr stark, also bis zu 100% ausgelastet ist. Dieser gelbe Bereich ist Wait.io, also die Zeit, wo irgendwelche Prozesse im Endeffekt darauf warten, dass irgendwelche I/O-Operationen abgeschlossen werden, und wo im Endeffekt in dieser Zeit kein anderer Prozess da ist, der nebendran irgendwelche anderen Aufgaben, also CPU-lastige Aufgaben, übernehmen könnte. So eine Frage in der Runde ist, so eine Sache jetzt hier gut oder schlecht? Ups. Genau, also wir haben jetzt hier im Endeffekt schon zwei Meinungen gehört. Ich wiederhole sie nochmal, der eine meinte, es ist scheiße, der andere meinte, es ist wohl Backup-Zeit gewesen. Die Message, die ich im Endeffekt rüberbringen möchte, ist, dass so ein Graph an sich im Endeffekt erstmal überhaupt nichts aussagt. Man muss wissen, was für ein System dahinter steckt. Also ist das jetzt irgendein Filesystem, was im Endeffekt nichts anderes machen soll, als Daten von der Platte zu lesen oder zu schreiben? Dann würde ich mal sagen, gut, wir haben zwar manche Punkte, wo auf 100% stößt, also es würde vielleicht nicht schaden, da noch ein bisschen mehr Ressourcen zur Verfügung stehen, aber wenn wir uns mal den Durchschnitt anschauen, dann ist doch zumindest halbwegs ein Großteil der Zeit noch ein bisschen Luft frei. Das heißt, man könnte auch sagen, dieses System ist vergleichsweise optimal für die Aufgabe, die es hat, eben ausgerüstet. Also dementsprechend, es hängt immer davon ab, was macht das System, in welchem Umfeld wird es eingesetzt, macht es an der Stelle vielleicht irgendwas, dass irgendeine I/O-Operation mal ein bisschen länger braucht, weil das irgendwelche Batch-Arbeiten sind, die im Hintergrund ausgeführt werden und kein Benutzer darauf wartet. Das muss man alles mit in Betracht ziehen, um im Endeffekt wirklich eine Auswertung von diesen Daten zu machen. Und im Endeffekt, denke ich mal, kennt ihr das alle, wenn ihr eure Schwellwerte im NAGES konfiguriert, dann sind die auch nicht auf allen Systemen identisch, weil die Systeme da eben einfach unterschiedlich sind. Ja, hier nochmal eine Auslastung von dem Arbeitsspeicher von dem System. Wir sehen, dass doch ein Großteil der Zeit auch im Endeffekt auf 100%. Das ist jetzt hier eine Übersicht über eine Woche. Wir sehen, dass es wohl irgendwelche Jobs gibt, die periodisch scheinbar neu gestartet werden oder sonst irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das war, weil eben so allen Tag irgendwie die Speicherauslastung wieder einbricht. Nochmal die gleiche Frage, ist sowas jetzt gut oder schlecht? Genau, also kommt wieder drauf an. Ich sage mal ganz prinzipiell, und ich hoffe mal, dass ihr das alle genauso seht, eine Überwachung anhand von irgendwelchen Schwellwerten von der Arbeitsspeicherauslastung
macht, zumindest wenn wir nur die Unterscheidung zwischen benutzt und unbenutzt machen, überhaupt keinen Sinn. Mein Linux-System, wenn es den Speicher zur Verfügung hat und den für irgendwas verwenden kann, und es sei das irgendwelche Festplatten-Caches oder sonst irgendwas, die man vielleicht gar nicht unbedingt bräuchte, dann wird dieser Speicher verwendet. Das heißt, üblicherweise, wenn wir jetzt mal die Unterscheidungen, die wir hier oben noch sehen, wird mehr oder weniger auf jedem Linux-System so ein Graph ähnlich aussehen. Also wir werden immer wieder Richtung der 100% kommen. Was im Endeffekt deutlich wichtiger hier ist, und da sehen wir, dass im Endeffekt eine richtige Auswertung nur dann funktioniert, wenn man auch das System unten drunter halbwegs verstanden hat, sind im Endeffekt diese blauen und gelben Bereiche hier. Weil das sind im Endeffekt verschiedene Arten von Puffern, die der Kernel verwendet, zum Beispiel, um irgendwelche Daten, die schon von der Festplatte gelesen wurden, erst im Arbeitsspeicher nochmal zwischenzuspeichern, mit dem Hintergedanken, dass die vielleicht demnächst nochmal verwendet werden. Und wenn wir jetzt an der Stelle wieder irgendein System haben, was relativ viel im Endeffekt nur auf der Platte macht, dann ist dieser Graph ein Indiz darauf, dass wir zu wenig Speicher haben, weil eben diese Caches nur einen sehr kleinen Bereich ausfüllen. Wenn es irgendein System hat, was im Endeffekt auf der Platte überhaupt nichts macht, dann ist es im Endeffekt vollkommen normales Verhalten. Da muss man sich noch ein paar andere Systemfaktoren anschauen, wie die sich verhalten, um da tatsächlich drüber urteilen zu können. Gut, hier nochmal irgendwie Traffic. Wir sehen halt, dass es da einen Tag in der Woche gegeben hat, wo irgendjemand scheinbar seinen Torrent eingeschalten hatte. Nichts sonderlich Spannendes, denke ich mal. Gut, das Netzwerk-Plugin, auf das möchte ich jetzt nochmal ein bisschen intensiver eingehen, weil das meiner Meinung nach auch eine der großen Stärken von Kollekt.d ist, die es auch gegenüber der Konkurrenz zumindest in einigen Anwendungsfällen abheben lässt. Das Netzwerk-Plugin kann prinzipiell in verschiedenen Betriebsmodi verwendet werden. Zum einen natürlich, um die Daten zu versenden, aber auch gleichzeitig die Daten zu empfangen, das möglicherweise auch gemischt, also sprich so der klassische Proxy-Betrieb, und unterstützt dabei im Endeffekt gleichzeitig Unicast, Multicast, IPv4 und IPv6 und all diese Möglichkeiten im Endeffekt beliebig miteinander kombinierbar. Also wie das genau funktioniert, hängt im Endeffekt da wieder komplett von der Konfiguration ab. Ich könnte mir vorstellen, dass ich irgendwie ein IPv6-Only-Netzwerk irgendwo zu Testzwecken betreibe und darin verschickt eben alle per Multicast ihre Daten an einen Server oder eben an eine Multicast-Adresse und ein Server aus dieser Multicast-Gruppe empfängt die Daten eben über IPv6 Multicast und verschickt sie weiter eben als Proxy über IPv4 Unicast oder beliebige andere Kombinationen. Ja, bitte? Ich glaube, das Mikro kommt gerade. Es ist nicht möglich, dass der Server die Daten auch aktiv abholen kann. Das ist momentan nicht möglich. Es gibt da Code, der sowas umsetzen würde. Der liegt aber seit einer Zeit auf einer Halde, weil sich da scheinbar niemand so sonderlich dafür interessiert. Wie weit er ist, kann ich jetzt gerade auch nicht sagen. Ich denke mal, allzu viel ist da nicht mehr zu tun. Aber eine prinzipielle Möglichkeit könnte es zeitnah geben. Gut, ja, es gibt ja durchaus Konfigurationen, wo das halt ja einfach sinnvoll ist. Genau. Also was man auch noch dazu sagen muss, das ist durchaus vielleicht in manchen Anwendungsszenarien ein Nachteil, das wird momentan einfach im Endeffekt nach dem Fire-and-Forget-Prinzip per UDP verschickt. Das heißt, wenn das UDP-Paket irgendwo zwischendrin verloren geht, sind die Daten halt weg. Auch das würde dieses andere Plugin, was es im Endeffekt auf andere Art und Weise dann überträgt, dann ermöglichen, das dann auch über TCP zu machen. Möglicherweise wird es auch irgendwann in dieses normale Netzwerk-Plugin noch eingebaut, das geht aber momentan zumindest noch nicht. Gut. Ja, ich denke mal, was Unicast ist, brauche ich euch nicht erzählen. Was aber eben vielleicht noch eben interessant ist, dass im Endeffekt an welche Server verschickt wird, das können durchaus auch mehrere sein, oder von welchen Netzwerken empfangen wird, hängt im Endeffekt auch wieder rein von der Konfiguration ab. Ich kann mir da vorstellen, dass ich auch an drei Server gleichzeitig verschicke oder dass ich in drei verschiedenen Subnetzen gleichzeitig lausche oder sonst irgendwas, komplett flexibel an der Stelle kombinierbar. Multicast ist gerade eben für, sage ich mal, ganz einfache, redundante oder möglicherweise auch skalierbare Setups interessant, weil wir im Endeffekt einfach alle Clients einmal konfigurieren, dass sie in eine Multicast-Adresse zu einer Gruppe verschicken und wie viele Server wir da letztendlich reinstecken, ist dann im Endeffekt eine Sache, die man dynamisch anpassen kann und dann können wir die diversen Server noch so konfigurieren,
dass manche eben im Endeffekt nach gewissen Hash-Werten oder sonst irgendwas nur Daten von einzelnen Systemen annehmen und hätten da so eine relativ einfache Möglichkeit, im Endeffekt ein redundantes System dann aufzubauen. Ja, die Konfiguration an der Stelle ist auch wieder vergleichsweise einfach. Wir müssen natürlich dieses Netzwerk-Plugin laden, um die Funktionalität zur Verfügung gestellt zu bekommen. Und beim Client sagen wir ihm einfach dann über das Server-Konfigurationsstatement, an welchen oder welche Server verschickt werden soll. Was jetzt letztendlich hinter der Angabe dahinter, was da dahinter steckt, ob dieser Hostname jetzt zu einer V4, V6 oder Multicast oder sonst irgendeine Adresse auflöst, ist im Endeffekt vollkommen egal. Das behandelt das Plugin einfach entsprechend. Die Serverseite sieht im Endeffekt ganz genauso aus, nur dass wir das Server-Statement durch ein Listen-Statement ersetzen und letztendlich, wenn wir sowas wie einen Proxy bauen wollen, kombinieren wir die beiden eben. Das heißt, wir haben sowohl ein Listen als auch ein Server-Statement und müssen dem Plugin jetzt ganz explizit noch sagen, dass eben dieser Proxy-Modus aktiviert wird. Das heißt, dass die Forward-Option, das heißt, dass das, was wir empfangen, auch weiter verschickt wird, muss eben hier auf True gesetzt werden. Andernfalls würden die Daten übers Netzwerk zwar empfangen, aber verschickt würde nur das werden, was auch lokal gesammelt worden wäre. Denk mal, es würde da vielleicht mal irgendwann Sinn machen, da den Default umzudrehen, weil ich denke doch mal eher, dass wenn man so eine Konfiguration hat, da im Endeffekt der Proxy-Modus dann doch der Standard ist. Aber im Endeffekt nichts Großartiges. Gut, was es seit einer Weile auch gibt, aber da möchte ich jetzt nicht zu sehr im Detail darauf eingehen, nachdem die Zeit doch schon wieder halbwegs fortgeschritten ist, sind Authentifizierung und Verschlüsselung. Die ist direkt im Protokoll mit eingebaut. Nachdem wir eben über UDP hier arbeiten, konnten wir nicht auf OpenSSL oder ähnliches hier zurückgreifen, sondern mussten es eben über eigene Implementierung im Endeffekt umsetzen. An der Stelle greifen wir auf die libgcrypt zurück, um diese Krypto-Algorithmen dann eben daraus zu verwenden. Gut, welche Form von Traffic eben auf der einen Seite verschickt und auf der anderen Seite akzeptiert werden soll, hängt dann nochmal von verschiedenen Konfigurationsoptionen zusammen. Wir können eben auf dem Client entweder angeben, ob verschlüsselt oder signiert werden soll oder eben gar nichts gemacht werden soll, ob signiert werden soll oder ob verschlüsselt werden soll. Auf der Gegenstelle können wir angeben, ob wir nichts erwarten, ob wir zwar nichts erwarten, aber zumindest Authentifizierungsdaten da haben oder ob wir eben verlangen, dass signiert oder mindestens verschlüsselt werden muss. Und je nachdem, wie natürlich Client und Server dann in der Konfiguration zusammenspielen, funktioniert es dann eben in gewissen Fällen oder auch nicht. Wie gesagt, da braucht man jetzt nicht zu detailliert drauf eingehen. Ja, das RAD-Plugin ist letztendlich das, was, sage ich mal, in allermeisten Fällen dann irgendwann, zumindest am Ende, so auf dem zentralen Server dann als die Möglichkeit verwendet wird, um die Daten auf die Platte wegzuschreiben. Ja, wie schon eben gesagt, an der Stelle kommt im Endeffekt auch diese Caching-Implementierung her, dass eben diese Daten effizient weggeschrieben werden. Wir können schon vorstellen, wenn wir alle 10 Sekunden Daten sammeln und es vielleicht von ein paar hundert Hosts schon machen, dann fallen da schnell schon mal ein paar tausend RAD-Dateien an. Das schaffen die üblichen Festplatten nicht mehr, da die Datenmengen, die darüber dann anfallen würden, dann auch wegzuschreiben. Und dementsprechend brauchen wir an der Stelle dann tatsächlich das Caching, damit es funktioniert. Bitte, da war eine Frage. Also die Frage war, ob die RAD-Dateien auch lokal auf dem Client geschrieben werden können. Und es ist natürlich auch möglich, ob die Daten auf dem System, auf dem wir uns gerade befinden, in RAD-Dateien weggeschrieben werden, hängt im Endeffekt einfach nur davon ab, ob dieses Plugin geladen ist. Dementsprechend kann ich das auch sowohl auf dem Client machen, als auch parallel eben das RAD-Tool-Plugin und das Netzwerk-Plugin zu verwenden, um eben sowohl lokal wegzuschreiben, als die auch nochmal zentral irgendwo zu sammeln. Also da bin ich komplett wieder flexibel. Gut, hier nochmal einen kurzen Überblick, insbesondere nachdem Jörg vorhin in seinem Vortrag eigentlich da auch auf mich verweisen wollte. Kurzer Überblick, wie das im Endeffekt konfiguriert wird. An der Stelle wird es natürlich irgendwelche Konfigurationsoptionen an diesem Plugin konfiguriert. Der RAD-Cache-Daemon kennt im Endeffekt äquivalente Optionen, die halt an der Stelle als Kommandozeilenparameter übergeben werden. Und zwar geben wir einerseits an, was das Cache-Timeout ist. Und das gibt im Endeffekt an, über welchen Zeitraum ein bestimmter Datensatz angesammelt wird, bevor er auf die Platte dann weggeschrieben wird. Ganz kurz vielleicht noch zum Hintergrund. RAD-Tool funktioniert so, dass im Endeffekt, wenn wir ein Update machen, werden im Wesentlichen ein Integer und ein
Double weggeschrieben. Das heißt, es ist irgendwie sowas in der Größenordnung von, ich sage einfach mal 10 bis 15 Byte, je nachdem, auf was für eine Architektur wir uns befinden. Das heißt, es ist eine vergleichsweise kleine Datenmenge. Jetzt funktionieren aber Festplatten im Endeffekt so, dass Lese- und Schreiboperationen immer eine ganze Page betreffen. Die ist üblicherweise sowas wie 4 oder 8 Kilobyte groß. Das heißt, um irgendwie ein paar Byte Nutzdaten zu schreiben, müssen wir 4 Kilobyte von der Platte lesen und wieder zurückschreiben. Was natürlich vergleichsweise großer Overhead ist. Und wenn wir jetzt viele ARD-Dateien schreiben, dann haben wir natürlich diese ganzen einzelnen Updates komplett über die Platte verteilt. Das heißt, wir bekommen noch nach jeder dieser kleinen Schreiboperationen ein Sieg mit dazu. Und das ist einfach eine Sache, wo im Endeffekt zumindest klassische Festplatten überhaupt nicht darauf ausgelegt sind. Mit SSDs ist es ein bisschen besser, aber auch da haben wir natürlich noch den Overhead, dass wir für wenige Bytes Nutzdaten im Endeffekt eine ganze Page schreiben müssen. Dementsprechend, die Idee dahinter ist, dass wir eben mehrere aufeinanderfolgende Updates erstmal ansammeln und diese dann gemeinsam wegschreiben. Und jetzt haben wir eben nicht mehr 12 Byte, die wir an einer Stelle schreiben, sondern halt plötzlich können wir dann gegebenenfalls auch eine ganze Page vollkriegen. Das heißt im Endeffekt mit dem gleichen Overhead, was Festplatten-IO angeht, können wir ein Vielfaches der Datenmengen schreiben. Und im Endeffekt skaliert es im Endeffekt auch mehr oder weniger genau nach dem Faktor, was da eben im Endeffekt dazwischen liegt. Gut, also mit diesem Cache-Timeout geben wir an, wie lange ein einzelner Datensatz angesammelt werden soll. Und wir können jetzt zusätzlich im Endeffekt das wegschreibende Daten nochmal drosseln, indem wir hier angeben, wie viele Schreiboperationen, beziehungsweise im Endeffekt sind es RD-Update-Aufrufe pro Sekunde dann durchgeführt werden sollen. Weil ansonsten kann man natürlich das Phänomen haben, dass alle Daten im Endeffekt dann nach dieser Stunde weggeschrieben werden möchten. Das heißt, unsere Festplatte macht eine Stunde lang nichts und plötzlich prasseln wir mit einem riesen Peak wieder drauf ein, was natürlich dann zumindest für einen kurzen Zeitraum auch nicht so ganz optimal ist. Indem wir das eben gewisserweise drosseln, können wir das dann eben über die Stunde, wo die Daten angesammelt werden, dann auch das Wegschreiben verteilen und haben damit dann im Endeffekt eine konstant niedrige bzw. niedrigere Last auf dem System. Was dann zusätzlich ab und zu vielleicht noch nötig sein könnte, sind im Endeffekt ja, Garbage-Collection-Aufgaben, kann man sagen, was durch diese Cache-Flush-Option eingestellt wird. Die kann man, sage ich mal, üblicherweise bedenkenlos auf einen Tag oder eine Woche oder vielleicht auch einen Monat einstellen. Das gibt einfach einen Zeitraum an, nachdem im Endeffekt einmal der komplette Cache von internen Daten, die angesammelt wurden, durchgeguckt werden, ob da irgendwo noch alte Daten drin liegen, für die keine Updates mehr gekommen sind. Und dann werden die eben auch noch auf die Platte weggeschrieben. Also reines Housekeeping, weil standardmäßig eben das Wegschreiben auf Platte erst dann angestoßen wird, wenn irgendein Update reinkommt und bei diesem Update eben diese Timeout abgelaufen ist. Gut, was wir jetzt natürlich dann aber an der Stelle als Nachteil bekommen, RD-Tool und auch der RD-Caching-Daemon unterstützen es nicht, im Endeffekt direkt aus dem Speicher raus dann auch wieder Graphen zu erzeugen. Sondern dazu müssen die Daten doch erst wieder auf die Platte kommen. Das heißt, wenn wir das jetzt mit so einem Setup hier betreiben, oder in meinen Setups ist es auch durchaus nicht unüblich, dass dieser Cache-Timeout noch deutlich höher ist, dann hieße das, dass in unseren Graphen irgendwie die letzte ein oder vielleicht auch mehr Stunden fehlen würden. Das ist natürlich auch wieder nicht das, was man haben will. Dazu gibt es die Möglichkeit, von extern ein sogenanntes Flush-Kommando an den Daemon zu übergeben. Und da können wir den Daemon anweisen, auch wirklich einzelne Datensätze auf die Platte wegzuschreiben. Das heißt, wenn wir wissen, dass wir von einem bestimmten Datensatz einen Graph erzeugen wollen, für alle RD-Dateien, die irgendwie eben dazu nötig sind, schicken wir einen Flush-Befehl an den Daemon, der schreibt diese wenigen Daten auf die Platte wieder weg. Das ist zwar nicht ganz so effizient, wie sonst möglich wäre, aber es sind eben nur wenige Daten, von dem her ist das wieder nicht so dramatisch. Und danach können wir eben aus den weggeschriebenen Daten dann tatsächlich auch aktuelle Graphen erzeugen. Gut, diese generischen Plugins habe ich im Endeffekt vorhin schon erwähnt. Das können wir jetzt hier überspringen und das sehen wir auch gleich nochmal ein bisschen ausführlicher. Was jetzt im nächsten Kapitel eben kommt, ist eben die Anbindung an Kollekti, im Endeffekt erstmal im Allgemeinen von außen und dann speziell am Beispiel von Nagios. Aber gibt es bis hierher erstmal noch Fragen? Ja, du kennst das selber gut aus. Ja, aber ich habe trotzdem noch eine Frage. Und zwar, ich habe ja die Möglichkeit, zwei Server anzubinden. Wie läuft es mit den Daten? Habe ich dann doppelte Daten oder
kann man die so konfigurieren, dass die sich quasi ergänzen. Wenn der eine Server zum Beispiel zu einem bestimmten Timestamp keine Daten bekommen hat, dass der andere das dann die Lücken dann füllt. Das geht nicht, da RD-Tool sowas nicht unterstützt. Also ich kann im Endeffekt in RD-Tool keine alten Lücken auffüllen. Dementsprechend ist so eine Funktionalität momentan auch mit irgendwelchen anderen Storage Engines im Hintergrund im Endeffekt noch nicht implementiert. Könnte man sich da überlegen, wenn man eben irgendwelche Datenbanken im Hintergrund hat, die sowas unterstützen, dass man sowas dann auch mit einbaut. Momentan eben nicht. Was halt momentan eher der Ansatz ist, dass dann zwei Systeme eben parallel alle Daten, die sie bekommen, wegspeichern. Und man könnte sich dann vorstellen, dass man in einem Graphing-Frontend dann wieder auf beide Datensätze zugreift und im Endeffekt die beiden Datensätze übereinander legt. Und wenn es im einen eben undefined Values gibt, dann werden im Endeffekt die aus dem anderen Datensatz genommen. Oh, okay, wir das ist dann aber im Endeffekt eine reine Darstellungssache wieder. Gut. Ja, ich sag mal so, die Schnittstelle nach außen ist das sogenannte Unix-Sock-Plugin, was im Endeffekt vergleichbar mit Live-Status in Nagios einen Unix-Socket zur Verfügung stellt, über den ich auf der einen Seite Daten an den Daemon übermitteln kann, aber Daten noch abfragen kann. Das Protokoll, was darüber gesprochen wird, ist im Endeffekt ein einfaches Text- und Zeilenbasiertes Protokoll. Das heißt, wir können theoretisch auch mit irgendwelchen Unix-Socket-Tools darauf zugreifen, also gerade auch CheckMK bzw. Live-Status stellt er dieses Unix-Cat, heißt es glaube ich, zur Verfügung. Im Endeffekt eben Cat-Kommando, was Unix-Socket spricht. Das könnte man an der Stelle hier genauso verwenden, um darüber Daten abzufragen. Dem schickt man eben dann einen Befehl hin. Das sehen wir auch gleich nochmal an einem Beispiel. Und wir bekommen eben in einer potenziell auch mehrzeiligen Antwort dann die Daten natürlich dann zurück. Das ermöglicht eben unter anderem auch, wie gesagt, Daten abzufragen. Und das wird dann an der Stelle von einem Tool namens Collect-D Nagios dann verwendet. Das funktioniert oder bietet im Endeffekt eine Schnittstelle an, wie sie eben von Nagios-Plugins erwartet wird. Das heißt, dem kann man an der Stelle angeben, welche Datensätze abgefragt werden sollen, was die Warning- und Critical-Schwellwerte dazu sind. Der holt sich die Daten im Hintergrund aus dem Collect-D raus und gibt eben eine Rückgabe zurück, wie sie eben von einem Nagios-Plugin erwartet wird. Zusätzlich gibt es noch ein paar andere Kommandos. Ich sage mal so, das generischste davon ist collectd-ctl für collectd-control, was ab Version 5.0, die dieses Jahr im Frühjahr rausgekommen ist, zur Verfügung steht, was im Endeffekt ja, zu allen Kommandos, die im Hintergrund von dem Unix-Socket-Plugin eben gesprochen werden können, dann absetzen kann und wo man im Endeffekt einfach auf der Standardausgabe dann die Werte zurückbekommt. Gut. Das ist hier mal so ein einfacher Befehl, wie er mehr oder weniger im Hintergrund dann auch von diesem Collect-D Nagios verwendet wird. Mit dem GetWhile-Befehl können wir angeben, dass wir einen gewissen Datensatz abfragen möchten. Und wir bekommen dann eine Antwort zurück, die uns erstmal im Endeffekt einen String liefert, der im Endeffekt für im Endeffekt den, im Prinzip den Anwender sagt, was die Antwort bedeutet. Und diese Zahl da vorne ist im Wesentlichen Statuscode. Wenn die kleiner als 0 ist, heißt es, es ist irgendein Fehler aufgetreten. Und ansonsten gibt es einfach die Anzahl der Zeilen an, die danach eben noch zu erwarten sind. In dem Fall eben 3, weil die Load, die wir hier abfragen, eben in 3 Werten, also der Short-Term, der Mid-Term und der Long-Term-Load gespeichert werden, wie man es eben üblicherweise kennt. Gut, wir haben es hier gerade schon gesehen, wir müssen hier irgendwie so einen komischen String angeben, über den die Daten identifiziert werden können. Das ist im Endeffekt der Identifier der Daten, der auch intern im Kollektiv verwendet wird. Der ist im Endeffekt aus 5 Teilen aufgebaut, und zwar einem Hostnamen, das heißt das System, von dem die Daten herkommen, einem Plugin-Name, das kann im Endeffekt ein beliebiger String sein, eben zum Beispiel CPU für das CPU-Plugin, optional einer Plugin-Instanz. Im Fall von einem CPU-Plugin könnte das eben 0, 1, 2, 3 für die erste, zweite, dritte, vierte CPU im System sein. Danach kommt ein Typ. Das ist im Endeffekt das Einzige, was man sich nicht komplett frei aussuchen kann, weil der im Endeffekt angibt, wie die Daten intern dann auch zu interpretieren sind. Also im Endeffekt, ob da ein oder zwei Zahlen drin stehen, ob das Ganze als Double oder als Integer ausgewertet soll, so ein Anführungszeichen. Die Typdefinition ist im Endeffekt an das angelehnt, wie auch in RD-Tool eine Datasource definiert ist. Wenn man sich damit auskennt, dann hat man mit diesen Typen hier an der Stelle auch keine Probleme. Und auch beim Typ kann man optional wieder eine Instanz angeben. Auch das ist wieder ein
Im Endeffekt beliebig wählbarer String. Wenn wir mal beim Beispiel vom CPU-Plugin bleiben, dann gibt es halt einen Typ CPU, der halt im Endeffekt CPU-Auslastung angibt. Und davon gibt es natürlich nochmal verschiedene Werte, also die Idle-Auslastung in Anführungszeichen, die System-Auslastung, die User, Wait.io und so weiter, eben diese ganzen Dinge, die man da kennt. Was wir da jetzt an der Stelle auch schon sehen, ist im Endeffekt das Gleiche, was Jörg auch vorhin schon mal mit seinem Storage-Type-Multiple erzählt hat. Anfangs war es so, dass es eben einen CPU-Type gab und da war halt User, System, Idle und Wait.io waren, glaube ich, die ersten vier Typen, die alle in einer Datasource gespeichert oder in einer Datenbank gespeichert wurden. Ja, und dann kam irgendwann jemand her und hat gesagt, ja, in Virtualisierungslösungen gibt es aber noch eine Steal-Time, also die Zeit, die wir die CPU nicht nutzen konnten, weil ein anderes Betriebssystem oder eine andere virtuelle Maschine gescheduled war. Und irgendwann kamen Solaris-Leute her und die hatten nochmal andere Typen und wir mussten jedes Mal diese Typdefinition von einem CPU-Typ irgendwie anpassen, was im Endeffekt jedes Mal, nachdem RAD-Dateien nicht so leicht zu ändern sind, im Endeffekt dann rückwärts inkompatibel war. Das heißt, jedes Mal eine neue Major-Version war natürlich irgendwie blödsinnig und dementsprechend sind wir mittlerweile eigentlich an der Stelle angekommen, dass eigentlich fast alle Datentypen, die standardmäßig eben verwendet werden, pro RAD-Datenbank dann letztendlich auch nur eine Datasource abspeichern. Also das Gleiche, was PNP von Nagios mit Storage Type Multiple macht. Gut, wenn ich wissen möchte, welche Datensätze denn überhaupt verfügbar sind, dann kann ich entweder einfach nach varlib-collect-d beziehungsweise eben das Datenverzeichnis von dem RD-Tool-Plugin reingucken und mir da einfach auflisten lassen, welche Werte sind da. Und ich sehe jetzt gerade den Hostname habe ich hier noch abgeschnitten, also da müsste man sich davor auch nochmal mit vorstellen. Oder dieses collect-d-control-Kommando bietet auch einen list-while-Befehl, mit dem ich mir eben alle Datensätze, die zur Verfügung stehen, dann auflisten lassen kann. Genau, und dieser Identifier ist im Endeffekt genau das, was wir dann in collect-d Nagios dann auch verwenden. Das ist eben im Endeffekt ein kleines, auch wieder ein C geschriebenes Tool, was sich eben auf diesen Unix-Socket verbindet, da einen Datensatz abfragt, anhand der übergebenen Schwellwerte den Status überprüft und dann Rückgabewert, wie er eben von Nagios verstanden wird, dann zurückgibt und noch so eine einfache Ausgabe. Ich muss sagen, das ist momentan noch sehr einfach gehalten. Also wir können momentan nur einen Datensatz abfragen. Das heißt, wir können nicht irgendwie so Sachen machen wie vergleich mir den einen Wert mit dem anderen oder einen prozentualen Wert oder sowas. Und auch diese Ausgabe, die gemacht wird, also den Ausgabestring selber und die Performance-Daten sind momentan einfach sehr generisch gehalten. Da habe ich ein paar Ideen, dass man das möglicherweise irgendwie noch konfigurierbar macht, ist aber momentan leider noch nichts umgesetzt. Schauen wir uns einfach mal ein Beispiel an. Das ist noch hier mal die Aufrufsyntax. Ich glaube, die schauen wir uns wirklich einfach ein Beispiel an. Ja, was noch geschickt ist natürlich, den Nagios-Benutzer, der später das Ding dann aufruft, in die Collect-D-Gruppe zu stecken, weil das eben standardmäßig die Gruppe ist, die auch im Endeffekt Zugriffsrechte auf dieses Unix-Socket hat. Und dann kann ich eben als Nagios-Benutzer dieses Plugin verwenden. Ich sage ihm über den Schalter -S, wo diese Unix-Socket zu finden ist, gebe ihm dann den Hostnamen an und dann im Endeffekt noch den Typ, also den Plugin-Name und Typ, jeweils optional eben mit der Instanz, wenn die vorhanden ist. Und dann wird dieser Datensatz eben für diesen Host abgefragt und es sagt uns an der Stelle halt einfach, es ist alles okay oder wir haben irgendwie einen Warning-Wert oder sonst irgendwas. Performance-Daten mit dazu, auch noch sehr einfach gehalten, ohne irgendwelche Schwellwerte drin oder ähnliches. Also ist noch relativ einfach gehalten. Ja, hier gleich mal ein Hinweis dazu, das ist in Version 5 so nicht mehr möglich, weil in Version 4 war es noch so, dass der DF-Typ, also für Disk-Free, sowohl den freien als auch den verbrauchten Speicher gespeichert hatte. Das ist, wie gesagt, mittlerweile auch auseinandergezogen. Das heißt, wir haben eine RAD-Datenbank und eben einen Datensatz in collect-d eben für den verbrauchten Speicher und eine für den freien Speicher. Aber in Version 4 war das eben noch in einer Datenbank. Das heißt, über die Abfrage von diesem einen Datensatz konnte ich dann ein Percentage ausrechnen und darüber dann auch eben auch bestimmen, ob das dann eben passt oder nicht. Gut,
ja, wenn ich das in NIGES einbauen möchte, brauche ich natürlich eine Command Definition dazu, die dann eben entsprechend genauso aufgebaut ist, wie das, was wir gerade gesehen haben. Es macht da, denke ich mal, an der Stelle Sinn, eben im Endeffekt Hostname natürlich sowieso schon zu übergeben. Und dann, was wir hier sehen, über dieses minus D wird im Endeffekt angegeben, welche Datasource innerhalb von diesem Datensatz abgefragt wird. Sowas hier als Argument neben dem Warning und Critical Schwellwerten dann übergeben wird. Das gleiche kann man sich dann, zumindest in Version 4 durchaus noch sinnvoll, mit diesem Percentage Konsolidierungsfunktion im Endeffekt noch vorstellen, braucht mal ein paar Parameter noch mehr. Ja, und dann können wir das eben als Services im NIGES dann einpflegen, die eben solche Check-Kommandos in dieser Form dann verwenden. Ich denke mal, das ist eher interessant, wenn man das in Folien später nochmal nachschlagen möchte. Ich denke mal, da brauchen wir jetzt nicht im Detail nochmal drauf eingehen. Gut, jetzt kommen wir im Endeffekt zu der Stelle, was so ein paar Ideen von mir sind, wie man das in Zukunft noch ein bisschen besser gestalten kann, auch insbesondere im Hinblick auf eine deutliche Verbesserung der Performance. Und wir hatten heute im Endeffekt auch schon ein paar Vorträge, die durchaus eben gezeigt haben, dass das Ausführen von aktiven Checks und sowas durchaus auch schon, wenn die Checks im Endeffekt nichts tun. Ich weiß nicht, wer war heute Morgen in dem Performance-Vergleich-Vortrag? Also wir hatten da heute Morgen gesehen, dass im Endeffekt schon ein einfaches Perl-Plugin, was nichts macht, außer einem Random Sleep und dann einen Rückgabewert zurückzuliefern, wenn man da ein paar Tausend davon ausführen, dann ist so ein Standard NIGES Core schon durchaus ziemlich ausgelastet, beziehungsweise belastet das System eben schon ziemlich stark. Und von dem her könnte ich mir eben da vorstellen, dass man gerade in Kombination mit einem Kollekt das möglicherweise ein bisschen besser macht. Was wir jetzt hier sehen, ist im Endeffekt eine Möglichkeit, wie das Ganze als Event Broker implementiert werden würde. Ich denke mal, man kann sich auch vorstellen, dass dieser Event Broker nochmal parallel als separater Daemon läuft oder als Teil im Kollekt läuft, der dann die Daten eben über die Command Pipe vom NIGES dann wieder reinfüttert. Aber die prinzipielle Arbeitsweise ist eben erstmal das, was ich hier vorstellen möchte. Was wir jetzt hier eben sehen, und ich glaube, heute kann ich das Ding hier einfach nicht bedienen, dass dieser Event Broker zum Beispiel irgendwelche Check-Kommandos eben abhängig vielleicht von ihrem Namen oder von irgendwelchen Custom-Variablen oder sowas im Endeffekt abfängt. Das heißt, diese Checks werden nicht vom NIGES selber ausgeführt, sondern dieser Event-Broker verbindet sich über den Unix-Socket auf den parallel auf dem gleichen System laufenden Kollekt, der eben die Daten von den ganzen Systemen außenrum einsammelt, holt sich mit diesem Getval den entsprechenden Wert, der interessant ist. Das Kollekt liefert den Wert zurück. Die Schwellwertüberprüfung müsste natürlich an der Stelle in dem Event Broker passieren. Das kann er aber machen anhand von den, von den Parametern, die diesem Kommando übergeben wurden. Das heißt, da ist keine externe Konfiguration nötig. Und dieser Event Broker liefert dann eben an den NIGES Core, wenn er als Event Broker läuft, möglicherweise direkt intern, ansonsten eben über die Command Pipe dann einen passenden Status mit Performance-Werten und so weiter zurück, die eben vom NIGES weiterverarbeitet werden können. Und das NIGES kann sich dann an der Stelle tatsächlich um die reine Monitoring-Aufgabe eben kümmern. Das heißt, die Verarbeitung von dem Status und alles, was eben hinten dran hängt an Notifications, Eskalationen und so weiter, was eben Kollekt alleine nicht könnte. Ja? Auf dem Client keine Daten gesammelt werden können. Mhm. Mal angenommen, ich zähle etwas anders als CPU, sondern Access auf meinen Webserver will ich irgendwie zählen und diese Zahlen erfassen. Aber irgendwann stürzt der Apache ab, das kriege ich ja nicht mehr mit. Das bedeutet, dass keine neuen Zahlen reinkommen. Kann das der Client noch irgendwie auflösen, dass irgendwas problematisch ist auf dem Server? Also in diesem Setup könnte man sich zum einen natürlich NIGES-seitig einen Freshness-Check dafür vorstellen, so wie man es bei passiven Checks auch hat. Oder was im Endeffekt bei diesem Getval auch mit zurückkommt, ist ein Timestamp von den Daten. Das heißt also, wenn dieser NIGES-Event-Broker diesen potenziell aktiven Check, der einfach abgefangen wird und ausführt, und er stellt fest, dass die Daten einfach zu alt sind, was man anhand von irgendwelchen Schwellwerten dann auch theoretisch wieder konfigurierbar machen könnte, kann automatisch der Status eben auf Critical oder Unknown dann überschwenken. Was im Endeffekt auch schon möglich ist und was in Kollekt schon implementiert ist, was ja auch so ganz einfaches Monitoring schon unterstützt, dass auch hier im Endeffekt so eine Art Freshness
Überwachung gemacht wird. Die ist momentan einfach noch so implementiert, dass global angegeben werden kann, wie viele Intervalle ich quasi Daten nicht bekommen kann, bevor sie dann eben als veraltet angesehen werden. Und in dem Fall würde dann auch von dem Kollegen selber eine Notification ausgelöst. Also es gibt eben, wie gesagt, Möglichkeiten, das zu erkennen. Wie man das dann hinten nach verarbeitet, ist dann im Endeffekt an der Stelle wieder eine Sache im Endeffekt vom Nagias. Gut, das andere, was man sich noch vorstellen könnte, das ist im Endeffekt jetzt doch ein aktiver Modus, wo im Endeffekt die Daten wieder aktiv von dem zentralen Nagias dann auch angefordert werden müssen. Das heißt, wir kriegen dadurch doch auch wieder viel des Verarbeitungsaufwands auf Nagias-Seite. Hier ist nochmal eine Zusammenfassung, was man jetzt sich gerade im Endeffekt erklärt hat. Ist so eine Art passiver Modus. Der ist hier auch noch als Event Broker mal dargestellt. Ich denke mir, dass gerade an der Stelle es wahrscheinlich Sinn machen würde, das entweder in den Kollegi rüberzuziehen oder als nochmal separaten Daemon anzubieten. Aber ich denke mal, das sind Implementierungsdetails, die jetzt hier mit der prinzipiellen Methodik nichts zu tun haben. Ja, was wir an der Stelle noch zusätzlich brauchen, ist im Endeffekt eine Konfiguration, die uns zum einen die Schwellwerte liefert, weil die auf Kollegi-Seite im Endeffekt so erstmal nicht vorhanden sind, beziehungsweise übers Netzwerk nicht übertragen werden würden mit den einfachen Monitoring-Lösungen, die implementiert sind. Und wo gleichzeitig auch eben konfiguriert werden könnte, welche Hosts und Checks sind denn überhaupt interessant. Das heißt im Endeffekt eine Art Filterung. Daraus könnte dann automatisch eine Nagias-Konfiguration generiert werden, beziehungsweise man könnte sich auch andersrum vorstellen, dass diese Kollegi-Config hier oben eben auch schon bestehende Nagias-Konfiguration ist, die dann hier unten eingelesen wird. Auch das, sage ich mal, wieder Implementierungsdetails. Wir brauchen halt irgendwo eine Form, um im Endeffekt eine an Kollegi angepasste Konfiguration an das System übertragen wird. So, und dann würde dieser Event Broker, beziehungsweise ich sage einfach mal ganz allgemein Modul, wie auch immer das geartet ist, im Endeffekt als Kollegi-Netzwerk-Client beispielsweise, es gibt ja da potenziell auch noch andere Möglichkeiten, die Daten zu übertragen, fungieren, empfängt im Endeffekt alle Daten, die von den Kollegis außenrum übers Netzwerk verschickt werden. Und anhand von der Konfiguration, die eben reingekommen ist, wird jetzt an der Stelle natürlich genauso wie vorher wieder die Schwellwerte überprüft, die konfiguriert wurden. Und auch hier werden die Werte natürlich entweder extern dann als passive Checks übermittelt oder sollte es als Event Broker Modul implementiert sein, direkt in den Nagias Core möglicherweise dann sogar auch als aktive Checks dann übermittelt werden. Ja, soweit, sage ich mal, ein bisschen Hirngespenste von mir. Ich hoffe mal, dass das vielleicht für den einen oder anderen von euch interessant gewesen sein könnte und da vielleicht auch ein paar Ideen kommen, die wir vielleicht im Laufe des heutigen Abends oder des morgigen Tages dann auch gerne noch diskutieren. Also bin da sehr offen, auch gegenüber Steinewerfern und Tomatenwerfern und sonst irgendwas. Ja, ich glaube, die Zeit ist um. Ich hätte potenziell noch ein paar Folien, wie man Kollegien noch durch eigene Plugins erweitern könnte. Wenn da Interesse besteht und mir die Zeit gegönnt wird, können wir uns das noch anschauen. Ansonsten können wir aber auch an der Stelle, denke ich mal, ruhigen Gewisses dann abbrechen. Gut, gibt es erstmal Fragen? Gibt es noch Interesse, die paar Folien noch mit anzugucken? Gut, machen wir das doch einfach, wenn ihr mich nicht rausschmeißt. Bitte, bitte. Gut. Okay. So, hier nochmal ganz kurz schematisch ein bisschen die Arbeitsweise, wie Kollegi intern funktioniert, also insbesondere das Abfragen von Daten und das Wegschreiben von Daten, nochmal ein bisschen als Skizze dargestellt, dass es einfach mal ein bisschen klar ist, weil im Endeffekt dass dieses Wissen dann auch nötig ist, wenn man eigene Plugins schreiben möchte. Andererseits liefert es noch so ein bisschen Einblicke in die Internas von Kollegi, die, denke ich mal, gerade performance-technisch doch durchaus auch ganz interessant sein können. Also was wir Kollegi-seitig haben, sind verschiedene Threads, die im Endeffekt sich darum kümmern, die von den Plugins im Endeffekt als Callback registrierten Lesefunktionen aufzurufen. Und was so ein Thread dann einfach tut, er holt sich aus einer Queue, die als Heap implementiert ist, einfach, die sind nach dem nächsten Aufrufzeitpunkt darin sortiert, holt er sich das nächste Plugin raus. Das heißt, das ist das nächste, was zur Ausführung ansteht. Und wartet dann einfach, dass dieser Ausführungszeitpunkt eben gekommen ist. Dieser Zugriff auf diesen Heap ist natürlich
per Mutexes geschützt. Das heißt, auch mehrere Threads können da gleichzeitig eben immer jeweils die nächsten Plugins rausholen und können dann parallel eben mehrere Plugins gleichzeitig abfragen. Das passiert dann einfach, dass eben, wie gesagt, ein Callback aufgerufen wird, und das ist im Endeffekt nichts anderes wie eben eine Funktion, die in diesem Plugin implementiert ist und die einfach in C als Pointer an den Daemon an der Stelle übergeben wird. Das heißt, alles, was hier an Overhead im Endeffekt nötig ist, ist ein Funktionsaufruf, und das sind, selbst wenn wir auf Assembler-Code runtergehen, irgendwie ein paar Anweisungen. So, dann springen wir hier rein, und natürlich kann an der Stelle werden komplexere Dinge passieren, und die hängen eben aber rein davon ab, welche Daten dieses Plugin anzapft. Und es kann eben so einfach sein, wie wir parsen im Endeffekt eine Datei im Proc-Dateisystem, was im Wesentlichen das gleiche ist, wie ein bisschen Speicher aus dem Kernel auszulesen. Oder wir fragen irgendeine SQL-Datenbank an oder sonst irgendwas. Ihr habt da vorher eine Übersicht über die Plugins gesehen, die da existieren. Und irgendwann wird dieses Plugin eine Dispatch-Values-Funktion aufrufen, der diese Daten eben im Endeffekt als Liste von Daten dann übergeben wird. Und diese Dispatch-Values-Funktion ist natürlich wieder eine Sache, die im Collect-D-Core implementiert ist. Und der geht jetzt auch wieder bloß her und schaut an, welche Schreib-Plugins sind im Endeffekt registriert, beziehungsweise Callbacks haben die registriert. Und genauso wie wir es vorher mit dem Lesen haben, werden diese Daten jetzt einfach wieder an alle diese Schreib-Plugins weitergegeben, und die machen damit halt, was auch immer sie damit machen wollen. Also das Netzwerk-Plugin würde es über das Netzwerk verschicken, wenn es als Client konfiguriert ist, das RD-Tool-Plugin schreibt es auf die Platte und so weiter. Gut, ja, die Standardmethode, im Endeffekt eigene Plugins hinzuzufügen, ist üblicherweise C. Ganz einfach, weil zumindest in allermeisten Fällen da doch auch nochmal die beste Performance rauszuholen ist, und das zumindest auch von, ich sag mal, uns Hauptentwicklern die bevorzugte Sprache ist. Ich mache jetzt hier aber trotzdem mal ein Beispiel von diesem Perl-Plugin, was es eben ermöglicht, an sich erstmal Plugins dann auch in Perl auszuführen. Das heißt, wir müssen jetzt hier ein bisschen aufpassen. Wir haben einerseits das Perl-Plugin, das ist ein in C geschriebenes Plugin, was vom Collect-D-Core geladen wird, was im Endeffekt genau das gleiche tut wie ein Mod Perl im Apache. Das heißt eben, es kann noch zusätzliche Erweiterungen nachladen, eben in Form von Perl-Modulen, und die können dann im Endeffekt über dieses Perl-Plugin auf die interne API von Collect-D zugreifen und dementsprechend die gleiche Funktionalität dann im Endeffekt nutzen bzw. auch zur Verfügung stellen wie ein in C geschriebenes Plugin. Was aber trotzdem der Vorteil gegenüber der direkten Ausführung von irgendwelchen Perl-Skripten ist, das ist im Endeffekt eben die Instanzierung, die Syntaxanalyse, das Aufbauen von dem Parse-Tree und so weiter eben nur einmalig am Anfang passieren muss. Danach bleibt der Parse-Tree im Speicher des Daemons eben weiterhin bestehen, und wir führen dann eben bei einem Aufruf einer Callback-Funktion aus dem Plugin im Endeffekt eine Perl-Subroutine auf, die natürlich auch ein bisschen mehr Overhead hat als die Ausführung von einer reinen C-Funktion, aber doch unterm Strich dann da an der Stelle auch wieder vergleichsweise schnell geht. Ja, und nachdem die komplette API an der Stelle exportiert wird, haben wir hier auch nicht nur die Möglichkeit, eben Lese-Plugins im Endeffekt zu implementieren, was zum Beispiel über den Unix-Socket auch möglich wäre. Da könnten wir auch irgendwelche externen Programme haben, die eben über diesen Unix-Socket im Endeffekt Daten übermitteln. Das heißt quasi so eine Art externe Lese-Plugins, sondern wir können hier im Endeffekt jede Art von Funktionalität zur Verfügung stellen, die man sich eben vorstellen kann, und haben darüber theoretisch auch hier die Möglichkeit, weitere Andockpunkte für irgendwelche anderen Tools an der Stelle zu schaffen. Gut, aber schauen wir uns einfach mal ein Beispiel an. Wer kann mit Perl-Code überhaupt nichts anfangen? Ja, bei dir wissen wir das. Gut. Wer kann mit Quellcode allgemein überhaupt nichts anfassen? Weil mein Perl-Code schaut meistens aus wie C-Code, von dem her ist es nicht so wahnsinnig dramatisch, bis auf, dass eben ein paar Sonderzeichen eben doch irgendwie noch nötig sind. Egal. Gut. Wir packen eben, wie gesagt, diese Plugins in eigene Module. Das heißt, in Perl ist es dann eben auch üblich, dass die in ein eigenes Package kommen, was im Endeffekt einfach nur einen eigenen Namensraum für dieses Plugin dann definiert. Und gerade wenn man mehrere Plugins dann registriert, die dann alle irgendwie eine Funktion haben, die Read heißt, dann weiß ich nicht, was der Perl-Interpreter dann damit dann vielleicht macht. Von dem her ist es sicherlich ganz ratsam, das auch so zu tun. Gut, was wir dann da drin natürlich noch machen müssen, ist das Collect-D-Modul noch nachzuladen, was eben im Endeffekt die Schnittstelle zur internen API zur Verfügung stellt.
Das ist teilweise, weil das eben von Perl nötig ist, auch nochmal in Perl implementiert. Das heißt, es wird ein bisschen Perl-Code da nochmal nachgeladen. Die Hauptfunktionalität davon ist aber tatsächlich auch in dem Perl-Plugin, also dem C-Plugin, implementiert. Das heißt, man kann sich dieses Perl-Plugin so ein bisschen wie ein erweiterter Perl-Interpreter vorstellen. Gut, dann definieren wir an dieser Stelle eine Subroutine, die unseren Callback darstellen soll. Das kann irgendeine beliebige Subroutine sein. Die bekommt auch keine Parameter oder irgendwas übergeben, sondern die kann einfach auf irgendeine Art und Weise aus irgendeiner Magie irgendwie ihre Werte rausziehen. Da hat man eben an der Stelle wieder die komplette Funktionalität zur Verfügung, die eben von Perl geboten wird. Das heißt, irgendwie sämtliche Module kann man da drin nutzen und so weiter. Und wir müssen jetzt hier an der Stelle eben eine solche Value List aufbauen, was im Endeffekt eine Referenz auf dem Hash ist, also ein assoziatives Array, was eben mindestens angegeben haben muss, um welches Plugin es sich hier handelt, die Werte selber und den Typ von den Werten. Ich sehe schon, da sind die Folien noch ein bisschen älter, das ist mittlerweile eine deprecated Syntax, also das ist vom Identifier eben der Typ, der ist mittlerweile auch in dieser Value List mit drin, aber das sind jetzt hier Details. Und dann wird eben diese Plugin-Dispatch-Values-Funktion aufgerufen, die wir gerade schon mal schematisch hier gesehen haben, der eben diese Value-List übergeben wird. Und um den Rest kümmert sich dann der Collect-D-Core wieder. Also der guckt nach, welche Schreib-Plugins sind an der Stelle registriert und an die werden die Daten übermittelt. Und natürlich muss dieses Perl-Objekt bzw. diese Perl-Datenstruktur vorher noch in eine C-Datenstruktur übersetzt werden. Und das ist eine Sache, um die sich eben die Perl-Implementierung von diesem Plugin-Dispatch-Values kümmert, bevor die dann eben die C-Plugin-Dispatch-Values-Funktion im Collect-D-Core aufruft. Ja, und dann müssen wir im Endeffekt im globalen Teil von dem Plugin, also was beim Laden des Plugins dann auch tatsächlich ausgeführt wird, eben noch so eine Plugin-Register-Funktion aufrufen, der wir an der Stelle eben sagen, dass es eine Callback-Funktion vom Typ Read ist, dass das Plugin, welches die registriert Magic heißt und die Subroutine eben Magic Read heißt. Hier muss man ein bisschen aufpassen für diejenigen, die sich mit Perl eben auskennen. Es wird hier nicht irgendwie eine Referenz auf eine Subroutine übergeben, sondern der Name der Subroutine. Das liegt daran, dass wir uns hier eben im Daemon in einem sehr parallelisierten, also mit vielen Threads ablaufenden Prozess befinden, was eine Sache ist, die Perl an sich eigentlich nicht kann. Also der Perl-Interpreter an sich ist nicht thread-safe. Dementsprechend mussten an der Stelle, ich sage jetzt einfach ein paar Hacks eingebaut werden. Und einer der Nebeneffekte ist eben, dass Funktionsnamen oder Subroutinennamen an der Stelle nur über den Namen identifiziert werden können. Wer in Perl auch schon mal Threads verwendet hat über dieses Threads-Modul, der kennt sicherlich auch Threads-Shared. Da steht auch so ein bisschen drin, welche Nachteile eben die Verwendung von Threads in Perl hat. Und im Endeffekt all genau das Gleiche tritt hier auch zu. Bisschen Werbung hier noch so nebenbei, ich denke mal, das darf ich mir erlauben. Wer da an den technischen Umsetzungen ein bisschen Interesse hat, da habe ich im letzten Perl-Magazin einen Artikel dazu geschrieben, also dieses $Foo, wer das kennt. Werbung Ende. Gut, soweit dazu. Natürlich kann man hier auch noch die verschiedenen anderen Callbacks, also Write-Callbacks oder sonst was registrieren. Wie da die genaue Aufrufsyntax dann ausschaut, ist alles in der Main-Page Collect-D-Perl dokumentiert. Ich denke, dass es vergleichsweise brauchbar ist, was ich da geschrieben habe. Wenn nicht, kann man mich da auch gerne einfach anschreiben oder die Mailingliste bemühen oder sonst irgendwas. Ja, jetzt ist es aber doch dann teilweise vielleicht noch nötig, dass man doch, vielleicht weil es die Schnelle der Zeit nicht anders erlaubt oder sowas, irgendwelche externen Programme ausführen möchte. Auch da ist eine Möglichkeit gegeben über das sogenannte exec-Plugin. Das kümmert sich dann eben darum, dass die Skripte ausgeführt werden. Die liefern über die Standardausgabe dann im Endeffekt ihre abgefragten Werte zurück. Im Endeffekt über ein Protokoll, was genau dem entspricht, was über das Unix-Socket-Plugin von außen reingeliefert werden könnte. Und das exec-Plugin kümmert sich darum, dass die Werte dann eben an den Collect-D-Core übermittelt werden. An der Stelle gibt es auch Wrapper-Skripte, mit denen man im Endeffekt Nagios oder Moonin-Skripte auch in Collect-D verwenden kann. Ist aber natürlich eine Sache, die von uns definitiv nicht empfohlen wird, weil im Endeffekt die ganzen Vorteile, die man sich eigentlich durch Collect-D einkaufen wollte, an der Stelle natürlich zumindest in gewissen Teilen wieder verloren geht.
Aber für manche Spezialfälle kann es durchaus dann erstmal zumindest übergangsweise, und wir wissen ja alle, übergangsweise hält dann irgendwie 10 Jahre, dann eine Lösung sein. Ja, also das führt irgendwelche Programme aus. Wie die aufgerufen werden, ist kollektiv vollkommen egal. Das wird einfach konfiguriert, die Kommandozeile. Und das Einzige, was eben relevant ist, dass das Programm auf der Standardausgabe eben im Endeffekt dieses Protokoll sprechen muss. Und was hier jetzt eben das in manchen Fällen dann doch durchaus auch wieder ein kleines bisschen performanter machen kann, ist, dass diese Skripte nicht unbedingt in jedem Intervall gestartet werden müssen, sondern die können im Endeffekt vergleichsweise mit einem Respawn-Prozess von init im Endeffekt auch immer weiterlaufen, müssen dann halt selber sich darum kümmern, dass sie pro Intervall nur einmal so einen Datensatz zurückliefern. Und wenn der Prozess doch mal irgendwann stirbt, weil er getötet wurde, weil wir das Skript irgendwie neu laden wollten oder weil es einen Segmentation-Fault oder sonst irgendwas gegeben hat, dann wird es einfach von Collect-D im nächsten Intervall wieder neu gestartet. Ja, wie schaut sowas aus? Wir bekommen an der Stelle 2 Umgebungsvariablen mit übergeben. Einmal eben das Intervall, was wir dann eben hier nutzen können, um selber immer dieses Intervall mit einem Sleep auch abzuwarten. Und zum anderen der in Collect-D konfigurierte Hostname, zumindest in der Bash, ich glaube andere Shells können das nicht unbedingt, könnte man dann hier über diese Syntax auch noch einen Default-Wert angeben, aber das sind Details. Natürlich muss auch dieses Plugin diesem Format der Identifier befolgen, und dann kann es im Endeffekt in einer While-Schleife, wo es immer eben dieses Intervall abwartet, auf irgendeine Art und Weise seine Werte sammeln. Da stehen der Vorstellungskraft dann im Endeffekt auch wieder keine Grenzen gesetzt und muss dann eben einen solchen Put-While-Befehl ausgeben, der die Daten dann an den Daemon übermittelt. Sollten dann noch irgendwelche anderen Ausgaben passieren, dann ist es im Endeffekt erstmal nicht weiter dramatisch. Das Einzige, was passieren kann, dass man es sich den Syslog ein bisschen vollmüllt, weil Collect-D in solchen Fällen, wenn es natürlich irgendwelche Ausgabe nicht interpretieren kann, dann eine Warning loggt. Gut, ja, wie gesagt, dadurch kann man das möglicherweise hier ein bisschen effizienter wieder gestalten, wobei ich mal sage, gerade wenn es um irgendwelche Shell-Skripte geht, dann wird man gerade an diesem Teil, wo man irgendwelche Werte abfragt, dann wahrscheinlich doch wieder irgendwelche anderen Prozesse ausführen. Das heißt, unterm Strich haben wir an der Stelle auch erstmal nicht viel gewonnen. Wir haben aber diese Möglichkeit, da erstmal vergleichsweise einfach noch weitere Dinge mit dran zu hängen. Gut, damit wäre ich jetzt dann wirklich am Ende. Ich hätte noch 20, 30 Folien mit irgendwelchen anderen Spezialthemen, wenn noch Interesse besteht, aber ich glaube, es ist jetzt dann doch mal langsam Zeit, langsam Richtung dem ersten Bier dann überzugehen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wenn es noch Fragen gibt, ich denke mal, 2, 3 Fragen können wir auch, denke ich mal, jetzt noch beantworten. Ansonsten bin ich auch morgen den ganzen Tag dann nochmal da und stehe natürlich gerne zur Verfügung. Kann man über das Unix-Socket auch alle Hosts abfragen, die Collect-D jetzt aktuell hat, oder alle Datasources? Man kann im Endeffekt alle Datensätze, die vorhanden oder die irgendwann mal übermittelt wurden, abfragen, inklusive eben dem letzten Wert. Nein, nicht die Werte, sondern einfach nur Get-Hosts oder Get... Genau, das ist dieses List-Wiles, was wir vorhin da mal gesehen haben. Das liefert im Endeffekt für alle Werte, die da sind, diesen Identifier dann einfach zurück. Ja, das List-Wile ist ja mit dem Collect-D-Control da ausgeführt worden, nicht über das... Das ist auch ein Befehl von dem Unix-Socket-Plugin. Also dieses Collect-D-Control führt da im Hintergrund einfach einen List-Wile-Befehl über den Unix-Socket aus. Was dann noch nicht geht, was noch angenehm sein könnte, dass man da natürlich schon mal irgendwelche Dinge rausfiltert, also dass man sagt, nur gewisse Hosts und deren Dinge, aber das kann man natürlich auch darum machen, dass man die Ausgabe halt hinten auch nochmal filtert. Ja, dann vielleicht einfach nochmal die Frage, wer findet diese Kopplung von Collect-D und Nagios interessant? Wer könnte sich sowas prinzipiell vorstellen aus dem, was er da jetzt mitbekommen hat? Das kann ich mir durchaus vorstellen. Gut, gibt noch mehr. Freut mich doch. Also da gerne dann bitte auf mich zukommen, insbesondere wenn ihr irgendwie den von mir gemachten Vorschlag entweder für brauchbar oder vielleicht auch für absolut bescheuert haltet. Ich hatte das Ganze auch auf dem Nagios Portal Workshop, der war im Mai, glaube ich, schon mal vorgestellt und hatte eigentlich gehofft, dass ich heute da vielleicht schon irgendwas präsentieren kann. Aber leider bin ich im letzten halben Jahr da überhaupt nicht dazu gekommen, irgendwas zu machen. Aber vielleicht wird es irgendwie im nächsten halben Jahr ein bisschen besser. Ja?
die Daten, die ich abfragen kann, muss ich dann einen Timestamp mitgeben oder sowas, zu sagen, also in welchem Intervall ich die Daten haben will oder was für eine was für ein Wert exakt? Momentan ist es dann nur möglich, den letzten an Kollektiv übermittelten Wert abzufragen. Als intern funktioniert es so, dass alle Datensätze, die reingekommen werden, in quasi ihrer letzten Version intern nochmal gecached werden. Und diesen Wert kann ich da aus dem Speicher von dem Daemon eben abfragen. Aber den Rest muss ich dann aus den RAD-Dateien ziehen, sozusagen. Wenn ich das für irgendwas bräuchte, müsste ich mir das aus den RAD-Daten ziehen. Was auch schon mal überlegt wurde, dass in diesem Cache nicht nur der letzte Wert, sondern die letzten 10 Werte oder irgendwie konfigurierbare Menge oder sowas gespeichert werden. Oder abhängig von dem, was möglicherweise durch irgendwelche Programme von außen vorgegeben wird, möglicherweise die Länge dieser Queue dann irgendwie auch dynamisch quasi zur Laufzeit dann noch angepasst wird oder ähnliches. Da kann man sich prinzipiell noch austoben. Momentan ist es nur möglich, den letzten Wert abzufragen. Wie groß sind grundsätzlich die Größen der RAD-Datei? Das heißt, wie lange habe ich diese 10-Sekunden-Intervalle oder auch Minuten-Intervalle? Das höchstauflösende Intervall wird, also 10 Sekunden, dann glaube ich, für irgendwie ein oder ein paar Stunden vorgehalten. Dann gibt es noch ein RA für einen Tag, für ungefähr eine Woche und Monat und ein Jahr. Und die RD-Dateien sind, glaube ich, auch irgendwie sowas ein paar hundert Kilobytes groß. Genau, habe ich das gerade nicht im Kopf. Das heißt aber einen Tag, was hätte ich da, eine Minute oder 5 Minuten? Die Auflösung von einem Tag, das sind dann wahrscheinlich irgendwie sowas wie ja, ein paar Minuten. Also die Parameter kenne ich gerade nicht genau, aber ich glaube, die sind so halbwegs darauf optimiert, dass ich eben für das entsprechende Zeitintervall dann irgendwie Graphen mit irgendwie 400 Pixel Breite oder sowas malen kann. Also sprich für einen... Das ist theoretisch auch anpassbar, ja. Momentan zwar nur darüber, dass ich dann im Endeffekt die komplette Spezifikation vorgebe, aber das ist auch nichts Dramatisches. Habe ich da, also erst habe ich gedacht, oder habe ich auch aus den Command-Line-Options von dem Nagios-Plugin, was den Collect-D abfragt, gelesen, dass der einen Durchschnitt aus den letzten, weiß ich nicht, Werten errechnet. Aber wenn der auf den Socket zugreift und im Socket nur der letzte Wert drin ist, wie macht der das? Was da nur möglich ist, dass wenn ich einen Datensatz mit mehreren Werten drin habe, also sprich eine RD-Datei mit mehreren Data Sources, dann kann ich diese Data Sources miteinander verrechnen. Und an dem Beispiel vorhin haben wir das im Endeffekt mit dem Percentage gesehen, was eben bis zur Version 4 eben zum Beispiel mit dem DF, also dem Füllstand der Platte, noch möglich war. Da waren eben diese beiden Data Sources drin und da habe ich dann eben die Möglichkeit, neben dem Percentage auch noch andere Konsolidierungsfunktionen anzugeben. Das heißt, ich könnte auch sagen, diese Data Sources, das soll einfach der Durchschnitt genommen werden oder sonst irgendwas. Was zum Beispiel im Fall von einer Load oder sowas vielleicht interessant sein könnte. Okay, das habe ich missverstanden. Also der Gedanke, den ich hatte, war, das ist ja genial, da kann ich ja den Collect-D sammeln lassen und das Nagios-Plugin, das Check-Plugin, Check-Collect, Nagios, Check-Collect-D, weil ich habe den Namen genau vergessen, Nagios, ja. Laufen lassen und sagen, sag mir mal nicht den Durchschnitt von den letzten 5 Minuten, sondern halt das, den Peak-Wert und gib mir einen Alarm im Falle von und dann habe ich trotzdem das 10-Sekunden-Intervall für meinen Peak-Wert und einen Alarm im Nagios und den Durchschnitt aber trotzdem als Wert, den ich hinterher anzeigen kann. Also es gibt ein paar Überlegungen von mir und auch von anderen Leuten. Also die Überlegung von mir geht so ein bisschen in Richtung diesem passiven Event-Broker, was ich da vorgeschlagen habe. Wenn der als Netzwerk-Client auftreten würde, würde der auch erstmal alle 10 Sekunden vom Kollektiv standardmäßig seine Werte bekommen. Macht natürlich keinen Sinn, dann auch alle 10 Sekunden in den Nagios da irgendwelche Checkergebnisse reinzupumpen, weil das eben fürs Monitoring irgendwie eine Auflösung ist, die eben unsinnig ist. An der Stelle könnte ich mir vorstellen, dass der Nagios-seitige Empfänger dann die Daten auch irgendwie für einen konfigurierbaren Zeitintervall, also wahrscheinlich so den normalen Checkintervall für das Kommando, eben die Daten auch erstmal ansammelt, dass man da auch dann konfigurieren kann, welche Konsolidierungsfunktionen dafür verwendet werden soll und möglicherweise an der Stelle auch mehr und dass man die Schwellwerte dann möglicherweise auch auf die verschiedenen konsolidierten Werte anwendet. Also dass man irgendwie sagt, okay, auf den Average irgendwie sowas oder wenn der Peak so und so hoch ist und der Average noch größer als so und so, dann löst ein Alarm aus und ansonsten nicht. Da könnte man sich vorstellen, an der Stelle auch beliebig komplex zu werden und ich denke darüber vielleicht auch
Fehlalarme dann an der Stelle zu vermindern, weil wir eben mehr Informationen im Endeffekt verwenden, die dann nochmal vorverrechnet werden, was dann einzelne Ausfälle dann vielleicht an der Stelle gleich wieder rausrechnet. Die andere Möglichkeit, und das geht dann im Endeffekt auch wieder Richtung dem Unix-Socket, dass man sich vorstellt, dass dieses Unix-Socket-Protokoll, also dieses GetVal, dass darüber noch angegeben werden kann, wie viele letzte Werte abgefragt werden sollen. Und abhängig von dem dann dynamisch zur Laufzeit dann so viele Werte, wie da eben irgendwann mal angefragt wurden, dann auch vorgehalten werden. Das heißt, dass der sich da quasi zur Laufzeit an das von außen geforderte Verhalten anpasst. Das heißt, wir müssen dann natürlich am Anfang erstmal ein paar Intervalle abwarten, bis die Daten da sind. Aber ich meine, das müssen wir so oder so. Und dass man diese Daten dann auch nach dem gleichen Schema dann wieder weiter verrechnet. Dann kann ich nur sagen, bis hierhin vielen Dank. Vergessen Sie Gut. Ihr Badge für die Abendveranstaltung nicht. Ja, dann viel Spaß heute Abend und hoffentlich bis zu irgendeiner Diskussion noch morgen. Treffen ist